Hallo Leute und herzlich willkommen zu Phasmophobia zurück. Müssen wir den Geist dazu bringen, eine Kerze auszublasen. Die habe ich tatsächlich gekauft. Salz habe ich auch gekauft und Räucherstäbchen. Oh mein Gott, wir könnten heute alles schaffen. Aber für das müssen wir richtig gut spielen. Okay, dann heißt das, ich bringe jetzt erstmal wieder alles rein. Okay Leute, nun ist alles drin. Ich muss kurz gucken. Licht geht nicht. Okay, warte mal. Ist hier der Stromgenerator? Okay, nee, ist das andere Haus. Dann müssen wir kurz in den Keller. Weil ich will hier einfach Licht haben, weil sonst ist es unübersichtlich. Wenn wir aber schon in den Keller gehen, können wir eigentlich ja den EMF-Reader mal mitnehmen. Und dann können wir das gerade schon mal checken, ob da unten vielleicht ein Ausschlag ist. Okay, Leute, also noch wurde ich noch bei nichts fündig. Kein EMF. Und ja, unten war halt auch nichts. Auch noch nicht ungewöhnliches. Also es war auch noch nirgends irgendwie eine Tür schon geöffnet oder so. Ja, ich mache jetzt mal mit dem Schwarzlicht. Hier gehe ich jetzt mal durch. Okay, Leute, es ist immer noch nichts. Ich mache hier mal noch das Wasser raus und danach könnten wir vielleicht kurz in den Van gehen und kurz gucken, ob wir vielleicht hier irgendwo einen Geisterorb sehen. Dann hätten wir zumindest schon mal einen Beweis. Ich meine, ins Buch hatte ja obviously auch noch nichts geschrieben. Ja, ich meine, was sollen wir sonst machen? Wir könnten theoretisch noch Salz aufbauen, aber das mache ich mal noch nicht, weil ich noch keine Ahnung habe, wo er ist. Ah, ich rede noch kurz mit ihm. Warte mal. Wo bist du? Hallo? Okay, ja, wieder nichts erkannt. Das heißt hier wahrscheinlich, er ist abwesend. Okay, ich gehe jetzt kurz in den Van. Vielleicht erkennen wir per Zufall irgendwas. 6,5 Stunden später. Okay, also im Geisterorb habe ich jetzt keins gesehen. Deswegen gehen wir jetzt nochmal rein und suchen nochmal ein bisschen mehr Beweise. Ah, hier ist ein Knochen. Okay, schon mal immerhin das. Dann hätten wir auf jeden Fall immerhin etwas. Oh mein Gott, bin ich erschrocken. Du blöder Geist. Sie gehen jetzt übrigens auch auf Beleidigung, aber dann töten sie dich direkt. Fazit, es ist nicht so schlau. Will er einfach nicht zu mir kommen? Ja, Junge, wie lange will der denn noch handeln? No. Habt ihr das gesehen? Er kam hier so geslidet und ich wollte gerade so sagen, ja wahrscheinlich, weil ich hier gerade genau dann, wo ich etwas gesagt habe. Okay, lass mich raus, Alter. Genau dann, wo ich etwas gesagt habe, ist er einfach zu sliden gekommen. Da dachte ich, die Tür ist hier offen. Hä, da waren doch nicht beide offen. Da dachte ich mir halt so, Alter, willst du mich verarschen? Okay, ich glaube, der Geist ist da hinten in der Garage. Deswegen machen wir jetzt erstmal hier das Dings rein, hier das Buch. Vielleicht schreibt er ja rein. Hier hinten hat er jetzt auch das Licht angemacht. Das war nämlich nicht ich. Mal gucken, ob er was reinschreibt. Holen wir mal noch den Rest. Oder wir müssen ja nicht alles holen, aber so ein bisschen. Zum Beispiel, keine Ahnung, EMF können wir noch nehmen. Mann, er macht immer das Licht aus. Oh lol. Oh lol. Unangenehm. Sie hat das Licht wieder komplett ausgemacht. Ich will den Foto-Dings. Dann können wir zumindest noch ein Foto machen. Okay, wir räuchern sofort diesen Raum hier aus. Ist das... Ist hier ein Radio? Lol, wo? Mann, okay, warte. Ich brauche hier unbedingt dieses Feuerzeug. Okay, Feuerzeug. Scheiß kurz auf EMF-Reader. Okay, und ich glaube, ich muss das jetzt mit E anmachen, oder? Okay, dann kann ich mich hier hinschmeißen. Okay, das räucht jetzt schön. Ich stelle hier auch gleich noch eine Kerze auf. Dann können wir sehen, ob die... warte mal, F, ne? Ja. Dann können, oh. Können wir das auch noch schön platzieren? Ja. Dann können wir sehen, ob die vielleicht die Kerze hier auspustet. Und das würde sie nämlich machen. Okay, und hier drüben ist das Radio ange... Alter, der Fernseher, lol. Wenn der scheiß Fernseher geht auch wieder aus. Alter, ist das laut? Wo ist die Fernbedienung? Hier. Zack, es wird nicht Fernsehen geguckt. Okay, so langsam aber sicher erwacht der Geist hier auch. Wir können noch kurz Salz machen, dann vielleicht finden. Oh. Ganz ruhig. Alles klar, Digga. Alles klar. Wir machen hier überall noch ein bisschen Salz hin, weil das hilft ja bekannt. Alter, ich habe doch auch wieder keine Ahnung. Mann, ich habe wieder alles verloren. Alle Gegenstände. Alles. Okay, es wäre wieder ein Shade gewesen. Wir haben aber nur die 10 bekommen. Schade, Digga. Okay, sie hat dreimal gehandelt. Wir haben sogar zweimal überlebt. Naja.
Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, was war's mit dieser Folge Phasmophobia. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.